Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Evoland, wo wir zurück in Business sind und irgendwas erledigen müssen. Und ich habe dazwischen eine genügende Pause gemacht. Aber es ist immer noch derselbe Tag, wo ich aufnehme, denn heute habe ich nämlich erst das Spiel erst geholt und bin immer noch hier und nehme weiter auf. Also ein bisschen crazy heute drauf, aber gut. Es ist halt wieder das erste LP seit einiger Zeit, weswegen ich wahrscheinlich so drauf bin. Und ja, kann man ja mal so drauf sein, glaube ich. So, ich glaube, wir müssen jetzt zu dieser Höhle, die Ruine von Zarodnak. Mal gucken, was wir hier haben. Wir haben hier Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzwurf für zwei Spieler gibt. Ja, natürlich sie. Hab ich mal Bock drauf. Oh, wir können auch wenn das aufheben. Oh, die FPS gehen runter. Oh, Backe. Oh, Jesus. Ei, Karamba. Da sieht man, wie gut meine Grafikkarte ist. Hm. Richtig nice. Alter. Alter Schwede. Ich bin gleich wieder zurück. Hallo, hallo. Ich teste das nochmal aus. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt mit so viel FPS, jetzt habe ich nur 30 FPS und selbst da bricht es zusammen. Bisschen aus, wenn ich die Auflösung runter mache, also bis gleich. So, jetzt bin ich zurück, habe ein bisschen die Auflösung runterskaliert, mal gucken, ob das alles irgendwie ausreicht. Oh, hier ist es. Das sieht auch schon so scheiße aus. Was ist denn hier passiert? Kettenkombo-Hälfte. Greift am Ende jedes Heals an und mächtige. Okay. Interessant. Damit können wir auf jeden Fall nicht viel machen. Wir haben ja so irgendwie so ein MMO-Style-Game. So. Zum Glück kein Problem. Aber gut, ich werde es einfach so weiter aufnehmen. Ich glaube, ich werde es auch je nachdem wieder zurückstellen. Aber wird auf jeden Fall sehr interessant. Wird auf jeden Fall sehr interessant. So. Sollte auf jeden Fall irgendwie trotzdem dennoch funzen. Allesamt. Für was steht denn das rote Dingens? Wahrscheinlich, weil wir da noch irgendwas weitersammeln müssen oder so. Naja. Auf jeden Fall können wir sonst nicht mehr so viel machen. Ich bin wenigstens zufrieden, dass er zum größtenteils bei 30 FPS bleibt. Das ist wichtig. Und man sieht, dass zum Beispiel mein PC da nicht so ganz gut. Ach so, wir haben jetzt solch eine Lebensanzeige. Ach so. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Das sieht wenigstens besser aus. Und man merkt, dass ich hier und da immer noch hier Frame Drops habe. Und das gehört leider mit dazu nun. Aber leider möchte ich immer noch weiterhin das Game Let's Playen, deswegen müssen wir das in Kauf nehmen. Vielleicht wird es später nicht mehr so schwierig, dann ist das kein Problem, aber es ist mal wie gut ich dynamische Beleuchtung. Oh ja, mit eurer Waffe Funken spulen zu lassen. Ach so, dynamische Beleuchtung. Ach, ich seh's, ja? Ich seh's. Na gut, da kann man halt nicht viel machen, außer nur abwarten und Tee trinken. Hier geht's ja überall voll weit weg. Haben wir noch viel zu erkunden. Combo Breaker. Au. Irgendwie habe ich mehr Bock auf sie. Ich mag Magier grundsätzlich sowieso sehr arg. Und Frauen sind für mich auch nicht schlimm, also. Boah. Passt alles einfach nur bei mir. Was das angeht. Oh, da haben wir so etwas. Wenn nicht, können wir ja auch wechseln. Oh, da haben wir. Hm. Alter, jetzt haben wir so ein kompliziertes Inventar vor uns. Alter. Mal sehen, was da ist. Ein Stern. Der meinen Namen trägt. Haben wir auch den Phönix? Feuerring? Als Kette des Adlers. Nicht auch noch irgendwie. Ne, das ist das Inventar und sonst können wir nichts machen.
Mal sehen. Was? Ich komm da nicht weiter. Warum? Muss doch irgendwo was sein. Warte, hier ist nichts. Kommen wir natürlich auch nicht weiter. Auch nicht. Ja, auch nicht. Da auch nicht. Neuz. Ah, da unten. Auch nicht. Würde ich mal sagen, läuft schon mal sehr gut. Nicht. Ach so. Ich habe nichts getan. So, schön. Bald keine Energie mehr. Oh je, meine. Angeschaltet, Minikarte biegt in der nächsten Ecke links ab. Aha. Das ist schon mal gut, dass wir die Minikarte haben. Weil da wollte ich da unten eigentlich noch ein bisschen rumgucken. Dann habe ich wenigstens die Orientierung, wo und was wir alles so schon gemacht haben. Also wir waren da wahrscheinlich links zuallererst mal. Ui, das ist jetzt eine große Map. Scheiße. Naja, gucken wir einfach mal. Sonst sind die FPS-Drops nicht so schlimm. Ich weiß nicht, an dieser Stelle waren sie echt schlimm. Ich weiß nicht warum. Weil hier viele Accessoires sind anscheinend. So. Mal sehen. Oh, das habe ich gerade. Erledigen, danke. Kurz mal meine Kopfhörer abgelegt, weil meine Eltern in der Nähe waren und ich mir so dachte, oh, interessant. Na gut. Aber jetzt kann ich wieder weitermachen, so wie es davor war. Hab mich ein bisschen irritieren lassen, wie man gemerkt hat. Oh, yes, yes. Es tut mir leid, dass es hier Frame Drops gibt, aber gut. Ich kann da halt nicht so viel machen. Kein Problem. Oh, hier ist es. Ich bin zufrieden, wenn wir dann irgendwann raus sind aus diesem Gebiet. Das ist nicht gut. Und gut, ich kann euch leider nichts anderes anbieten. Außer genau das da hier. Ich hoffe dann so gesehen, dass das Licht viel schlimmer wird. Alter. Geht doch. Wow, voll spannend. Einfach nur Spam. Drax-Armbände. Da haben wir irgendwie so eine Art anderes Game noch mitunter mit drin. Da sind sogar auch andere Sachen, wie Hängen des Glücks und so. Mhm. Und drüben ist der Boss. Das ist ein allgemeiner Dungeon. Und da geht's hoch. Und die Karte Doppel. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Also doch, ja, mit jeder einzelnen Karte können wir umso eher spielen. Stimmt ja. War ja nicht umsonst so. Sterne müssen wir auch noch weiterhin finden. Das wird noch einiges zu tun sein. Naja. Naja. Mal sehen. Ich hoffe so gesehen, dass das Projekt wenigstens so weiterhin stabil genug bleibt, so gut es gerade noch geht. Ah, wunderbare Grafik, ach, sei doch mal besser als du bist. Leider ist sie das nicht, also. Ne? Tja. Mal sehen.
Oh, Speicherstelle. Hier waren wir schon. Yeah. Drüben waren wir noch nicht, oder? Doch, da drüben waren wir schon. Es geht nur noch da nach oben. Wahrscheinlich über der Brücke kommen Gegner. Oder erst nach der Brücke. Oder eine Truhe. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Wie? So. Auf jeden Fall überleben wir das überhaupt auch noch. Das ist das Wichtigste. Dann habe ich theoretisch auch noch einen Trank. Ach, die bewegen sich dann nicht weiter, sondern animiert, sind nur weiter animiert. Ist auch mal interessant bei den Gegnern. So mal zu sehen. So. Schön. Sind wir fast wieder voll. Das ist gut. Das ist wahrscheinlich so Lebensenergie, die wir immer zurückbekommen. Einfach so, just for random. Just for the fun. Multikill. Hm, das schaffen wir schon ein paar Mal. Sind wir die Schütze. Wir bekommen so langsam alles irgendwie. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch immer besser drauf. Wohl wahrscheinlich deswegen. Ich bin immer glücklich, wenn das Spiel flüssig genug läuft. Ich glaube, ich muss währenddessen immer Skype mal schließen. Ich bin wieder zurück in Skype, weil ich mir dachte, yo, okay, vielleicht war das der Fehler. Yeah. Mordserie. Bam. Gott gleich. Genau, klar. So gut bin ich, klar. Los, komm. Das heißt, wahrscheinlich bleibt er irgendwie übrig. Oh, ich glaube, das überleben wir nicht. So lange. Zumindest nicht auf. Nicht auf dem Niveau. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Mir noch das. Oh, ach du Scheiße. 15 FPS. Hm. Sicherlich sehr angenehm. Dann plötzlich einfach ultraschnell. Schade, dass man das nicht großartig umändern kann. Dass die Grafik einfach so eingestellt ist. Aber normalerweise, wenn ich mal so würde ich nicht aufnehmen, wäre es wahrscheinlich ultra flüssig. Ja, das ist das Problem, dass ich halt keine richtige Grafikkarte habe bisher. Deswegen, naja. Das Aufnehmen solch eine Sache, zum Teil. Naja. Schutzengel. Da kommen echt einige Sachen. Muss ich da erstmal alles wahrscheinlich einmal anfangen. Wow, selbst das Menü ist laggy. Das heißt, irgendwas ist an der Umgebung, was das laggy macht. Das kommt greift doch irgendwie an. Gott, das hier ist alles laggy. Gerade habe ich total anders gesteuert und es hat einfach gar nicht darauf reagiert, weil das einfach zu viel für das Game war. Oh, yes, es. Das tut mir vollkommen leid bei dem Game. Ich kann leider nichts machen. Nichts machen, außer nur drüber rumheulen. Ja, wenn es wenigstens flüssig genug ist, ist es wenigstens kein Problem. Oh, da drüben ist ja noch was. Hm, noch ein Stern wahrscheinlich. Ja, hab ich mir so gedacht, weil irgendwie müssen wir ja schon Sterne. Wir haben schon 10 versteckte Sterne gefunden. Da haben wir auch das Achievement Star of Evoland bekommen. Mhm. Naja, mal sehen. Diesen Party muss ich auf jeden Fall rendern. Wer hätte das denn gedacht? Ich dachte, ich könnte einfach zaubern. Monster Killer. Und danach werde ich auf jeden Fall meine kleine Aufnahmepause machen. Das heißt, eine kleine Aufnahmepause. Ich werde allgemein jetzt mal. Oh, bin ich fast so gut wie voll mit meiner Energie. Tja. Ich glaube, irgendwie mache ich genügend Schaden und so. Bin sogar auch voll. Voll, voll. Jetzt kommt noch das Geld. So, schwerer Geldbeutel. Ihr habt 20.000 Geldbeutel.
Heavy Purse steht auch nochmal da als Achievement. Naja. Mal sehen. Eine Speicherstelle. Oh, yes. Hier ist ultra flüssig. Und aufhaltsam. Steht wenigstens jedes Mal was anderes da. Ach, hier ist wenigstens flüssiger. Ich weiß nicht warum, hier sind mehr Gegner, aber es läuft einfach flüssiger, weil einfach die Umgebung anscheinend... Da sieht man auch zum Teil, wie ineffizient gearbeitet worden ist, weil hier habe ich die FPS. Und an anderen Stellen ich gar nichts davon habe. Metall total, ihr seid komplett ausgerüstet, ihr fühlt euch schwer an. Tja, haben echt alles. Feuerresistenz, bla bla. Was? Was ist das denn? Kriecherentschärfungssatz hilft euch dabei, Kriecher explodieren zu hindern. Oh Mann. Heldenrelikt 0 plus 0,001 kritische. Wow. Diese Prozentzahl kannst du dir auch in den Arsch schmieren. Das ist das Wunderbare. Naja, mal sehen. Mal sehen, wie das hier sein wird beim Boss. Erstmal ultra unflüssig. Hoppla, das hat er wohl lieber nicht öffnen. Oh, macht das Gesell mit euch diesmal nicht schützen. Es steht im Tod im Angesicht. Ach, super. Na toll, wie soll ich den denn besiegen? Uns Schaden, wenn wir... Schlägt uns auch alles kaputt. Nein, wir sind gar nicht so gut wie tot. Nein! Das war so klug wie knapp. Naja. Schön, dass man noch was machen darf. So, diesmal wissen wir, wie wir ihnen gegenübertreten können. Dann mal sehen, dass wir ihn wirklich mal dahin bekommen. So. Ja, ich habe diesmal schon wieder das Ding nicht, weil ich dachte, er würde sofort eingreifen. Super. Ich muss auf jeden Fall von dieser Stelle weg, das ist viel zu unflüssig für mich. Na gut, dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Evoland und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.